Hey Freunde, hier ist wieder euer HMNator und heute geht's weiter mit Edna bricht aus. Leute, das letzte Mal war es ein ziemlich langer und turbulenter Part, aber heute halten wir es wieder etwas kürzer und gehen rein. Ja, Leute, wir müssen noch mal eine einzige Sache machen. Nicht das, sondern hier durchgehen. Dann hier durchgehen. Wir müssen nämlich noch mal in den Keller. Also dort halt, wo sich Herr Manta selber in die Waschmaschine gestopft hat. Nachdem wir ihn mit... Ja, nachdem wir ihn halt mit Dings mit Ketchup beschmiert haben. Ist eine ziemlich witzige Geschichte. Ja, wenn ihr den letzten Part gesehen habt, werdet ihr es wahrscheinlich wissen, was abgegangen ist. Ja. Jetzt nehmen wir nämlich diesen Kleiderbügel hier. Packen ihn hier rein. Benutzen den Wäschelift, das Wäscheliftsystem. Ach. Nein. Wir müssen jetzt die 2 nehmen. Wieder. Ich will nämlich wieder zurück. Das sieht gefährlich aus. Ja. Wollte gerade sagen, ist doch egal. Ob gefährlich oder nicht, du bist eh hier in einem Irrenhaus. Also juckt's doch eh kein Schwein. By the way, Leute. Ich weiß nicht warum. Ich werde mal gucken, ob ich das Game eventuell... warte mal. Ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das Spiel... So ist es besser. Mal sehen, kann ich jetzt... Ich scheine mir ein wenig nervös zu sein. Ich kann jetzt mit Leuten kommunizieren, ohne dass mir hier irgendwas passiert. Okay, Leute. Mal gucken. Ja, ich kann jetzt das Spiel spielen und es wird alles angezeigt. So. Ja. Gut. Da brauche ich mich ja nicht mehr darum zu kümmern. So. Ich habe jetzt nämlich mal die Vollbildfunktion ausgemacht. Und jetzt kann ich dem Alu-Mann hier den Kleiderbügel unterjuxen. Muss ich das? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, dem Alu-Mann muss ich diesen Kleiderbügel unterjuxen. Warum sollte ich den hergeben? Warte kurz. Okay, nee, warte mal. Ich muss jetzt erstmal das Wäscheliftsystem nutzen. Da kommt der nächste Ausgang.
Okay. Die Quali ist immer noch relativ räudig. Ich guck mal ganz kurz. Nein. Und los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. So. Jetzt müsste ich eigentlich hier richtig sein. Bin schon ein schlimmer Finger. So. In die Richtung. So, hier und hier irgendwo muss halt der Typ sein, der auf dem WC rumhängt. Die Erde ist zu trocken. Hä? Wie zu trocken? Was laberst du? Einmal. Muss ich noch irgendwas mit der Tonerde machen? Oh nein! Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Scheiße. Hätte ich den gebraucht? Mal, was ist, wenn ich jetzt die Tonerde hiermit kombiniere? Jetzt habe ich Matsch. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Ja. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson, ich bin Holmes. Was ist Ah. denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Alles klar, läuft. Okay, jetzt müssen wir runter. Hierhin. Hierhin, glaube ich. Nein, nicht hierhin, sondern hier rüber. Dann hierhin. Dann hier runter. Dann hier runter. Dann hierhin. Die stecken wir in den Ofen. Okay. Mist, so komme ich da nicht ran. Das sollte klappen. Perfekt. Das hätten wir nämlich dann auch schon mal. Dann haben wir nämlich jetzt die Form. Und dann können wir nämlich hier hin. Badum-bum-bum.
Nein. Wie ging's nochmal zurück? Irgendwie ging es wieder zurück, aber jetzt gerade gar keine Ahnung wie. Hier durch? Ja, hier durch, perfekt. Das sieht gefährlich. Egal. Da kommt der nächste Ausgang. Na los! Hey Alu! Hallo Edna, was führt dich diesmal zu mir? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in dem Äther ist. Aha. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Pass auf dein Karma auf, alles klar. Warum sollte ich den hergeben? Warum sollte ich... Hey, Alu! Hallo, was für dich? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los! Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte! Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Und die aber sie wäre? Hat dir nicht gefallen. Hä? Sag schon! Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Okay. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Sprechen wir über was? Ich muss... Pass auf. Okay. Wir geben ihm Kleiderbügel Nummer 1. Da. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. Okay. Na denn los. Der Schocktherapiestuhl. Da kommt der nächste Ausgang. Ja. Und los geht's. Jetzt müssen wir wieder zurückfahren.
Da kommt der nächste Ausgang. So, jetzt müssen wir hier hoch. Dann hier rüber. Dann hier durch. Dann hier durch. Dann hier rüber. Dann so. Dann so. Und dann hier an. Da ist er. Edna, endlich. Dann kann's ja losgehen. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzug. Nee. Gibt's noch eine andere Option? Ich glaube, da gibt's keine andere Option. Nö. Kann ich da was auch noch was anderes? Warte mal, gibt es auch noch eine andere Option? Long Dong Silver, Alter. Also. Ich wollte sagen, und da hat er gesagt, zu spät. Alles klar, ich konnte. Da gab es nur diese Rückzieher-Antworten, alles klar. Na, das war ja was. Aha. Alles klar, Leute. Es ist ein kurzer Part, aber ein sehr guter Part, finde ich. Und dementsprechend speichere ich hier. Und beim nächsten Mal schauen wir uns an, wie wir bei dem Spiel von Adrian abschließen. Bis dann sage ich, wir sehen uns beim nächsten Part-View. Wie auch immer ihr es nennen wollt, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, einen Kommentar dazu lassen, die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer HMNator. Ciao!